Hallo und willkommen zu einem neuen Pickup-Video. Es hat sich in meiner Transformers-Sammlung was getan. Ein paar Kleinigkeiten habe ich dazu bekommen, gefunden bei eBay, regulär gekauft bei Amazon. Ja, und auch bei mit Kumpels getauscht sozusagen. Was ich neu habe, das seht ihr gleich. Den Anfang mache ich mit ganz simplen. Meine Schwester hat mich besucht und hat mir aus Gag ein Transformers Überraschungsei zukommen lassen. Ich zeige euch das jetzt so. Ja, ich habe es noch nicht aufgemacht und dachte mir, ja, was mache ich am besten? Ich war mir noch nicht so sicher, ob ich das in einem Einzelvideo mache. Jetzt habe ich sowieso ein paar Transformers Pickups, also sage ich, packen wir das mal hier zusammen vor der Kamera aus. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ich weiß nicht, ob da Schokolade drum ist, wie jetzt die regulären. Doch, da ist auch Schokolade drum, also wie so ein reguläres Ü-Ei. So, ich mache das mal ganz vorsichtig auf, damit wir auch mal dieses Motiv von Transformers behalten können. Das ist von der aktuellen Serie, glaube ich, was da jetzt da war, Cyberverse oder so. So, ich zeige euch das nochmal. Das Motiv. Ja, und eben halt Schokolade. Mach ich mal vorsichtig auf. Ja, vorsichtig ist gut gesagt. Vorsichtig zerbröckelt. Es war natürlich eine kluge Idee, wenn man hier Sachen zeigen möchte, präsentieren möchte. Dass man hier natürlich Schokoladenkrümel. Ja. Auf dem Tisch verteilt und am Boden. Ich bin echt intelligent, ihr merkt das schon. Also Schokolade ist drum, die wird nachher gegessen. Ja, und ein Ei. Mal sehen, was da drin ist von Transformers. Ich habe keine Ahnung. Und hier sehe ich nur Papier drin. Guck, seht ihr? Was ist das denn für ein doofes Teil? Also erwarte ich ja schon, wie ist eine Figur oder so weiter. Nein, es sind Sticker hier drin. Collect them all, holt sie euch alle, steht hier drauf. Hier ist erstmal so ein Beipackzettel. Oh, kleine Sachen. Hier sieht es aus, als ob ich eine Kaffeetasse damit bekleben kann. Dreimal, was auch immer das bedeuten mag. Na, kriegen wir Schokolade weg. Na, irgendwie schmeckt die nicht. Und dann hat man hier einen Stickerbogen. Der sich wieder, ja, wiederholt, deswegen dreimal dasselbe sozusagen mit den verschiedenen Stickern. Na, wo kann man aufmachen? Da kann man aufmachen. Und ihr seht, ich muss noch warten, bis es scharf gestellt ist. Komm, Leute, seht ihr? Ihr seht das so ein bisschen. Die Sticker wiederholen sich. Ist ganz witzig. Was für Sticker? Sieht aus, wie gesagt, Kaffeetassen-Sticker. Keine Ahnung. Es ist jetzt nicht Cyberverse, ist jetzt, oder in dem Sinne, es sieht auch so ein bisschen aus, ja, Cyberverse, Bumblebee's Adventures, glaube ich, heißt es im Deutschen auch. Ist jetzt nicht meine Transformers-Serie, ich bin ja mehr G1-Style, aber ist trotzdem witzig und ich bedanke mich mit meiner kleinen Schwester, kleinen großen Schwester, muss ich sagen, und ist ein netter Gag. Ja. Und das Zweite, was ich bekommen habe, da möchte ich mich bei dem lieben Lars bedanken. Lars ist ein, ja, geschätzter Zuschauer und ja, wir haben schon ein paar Deals gemacht auch. Und lieber Lars, du hast, wir haben ja jetzt einen schönen Deal gemacht über Battlebeast. Das seht ihr, wenn Battlebeast Arena Video 2 rauskommt. Und ja, da warst du noch so frei, mir eine Überraschung mit reinzupacken. Du hast gesagt, ein Dankeschön für die Videos. Und ja, überhaupt möchte ich Danke dazu sagen. Und ich habe es jetzt hier in the Box. Und das
zeige ich euch jetzt, was er mir zukommen lassen hat. Den Anfang macht ein Aufkleber für die Toyplosion. Die Toyplosion findet am 26.08.2023, also in etwas über einem Jahr statt. Ein bisschen weniger als ein Jahr in Castrop-Rauxel. Ich wohne in Hamburg, das heißt, ich habe eine längere Anfahrt. Bin aber da, habe zwei Tische, freue mich auch, werde allen möglichen Stuff verkaufen, an Retro-Stuff, Transformers, was ich aus meiner Sammlung aussortiere. Da habe ich einiges, das wird auch bis dahin noch da sein. Und wer weiß, was ich alles dabei habe. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich da auch besucht. Ich selbst bin auch schon richtig gespannt, weil ja, 1800 Quadratmeter Händlerfläche, Händler aus oder Toyhändler aus oder ja, ach egal, oder Sammler, die verkaufen aus Holland, Frankreich, Spanien, Italien. Ich bin völlig gespannt. Das wird richtig toll. Und wer weiß, was ich an Transformers da kriege oder Battle Beasts. Ich bin richtig gespannt. Ich werde die Augen aufhalten und ich freue mich tierisch drauf. Und ja, das auf jeden Fall. Ein Aufkleber, ja, der macht sich immer gut. Ne? Schöne Erinnerung wird es auch werden. Ja, dann hat er mir noch dabei gepackt zwei nette Goodies und richtig tolle Goodies. Einerseits von McDonald's. Ach, ein McDonald's-Transformer. Ihr könnt sehen, mehr macht das nicht. Verwandelt sich so und hat dann hier so ein kleines Mündchen, was auf und zu geht mit Schleckermaulzunge. Es gab ein paar Transformers-Figuren oder transformierende McDonald's-Figuren, kann man auch so sagen. Die sind, haben wir hier ein Datum drauf. Ja, 1989 bei McDonald's erschienen. Ich habe noch keinen davon, das ist mein allererster, freue ich mich darüber. Besonders freue ich mich aber über diesen G1-Transformer. Karton weg. Und zwar Nautilator, einer der Seacons. Eine schöne Krabbe, richtig toll. Ja, Nautilator ja, ist eine Figur von, ja, also es gab die Figur auch in einem Anime, und zwar in der, ich glaube, in der Headmaster-Serie von Transformers, aber die japanische Version, wo es weiterging. Sonst kam die nicht vor. Bei uns gab es nur die Figuren. Ich fand die richtig cool. War auch einer der Combiners, die, ja, die ich vollständig habe. Aber ich liebe die auch manche Figuren, die gerade so großartig sind, doppelt zu haben. Also auch ein toller Zustand ist die Figur. Ich bedanke mich lieber Lars darüber für. Ne, also, und verwandeln, das ist so eben halt bei G1, geht ganz schnell. So, hier ist das wirklich nur umklappen. Waffe in die Hand. Und da haben wir ihn. Nautilator. Auch richtig cool mit der Waffe. Was ein bisschen seltsam ist bei der Figur. Der Kopf, der hier steckt, ist nicht so mittig zu dem Körper. Aber das ist jetzt Figurendesign. Trotzdem absolut kultige Figur. Und ich freue mich da richtig drüber. Ja, herzlichen Dank nochmal. Ja, weiter geht es auch mit, ja, wo ich bei G1 bin, kann ich auch bei G1 weitersehen. Ich habe bei Kleinanzeigen so einen kleinen Deal gemacht, oder ich habe ein paar kleine Kleinanzeigen-Deals, mit denen fange ich auch so erstmal fast an. Und zwar, ich war auch mehr als Gag gedacht, so ein bisschen, boah, was heißt Gag, hat mich jetzt, ich glaube, so um die 7 Euro gekostet, inklusive Versand. Da hat einer einen Target Master verkauft. Das ist der von Hot Rod. Ich habe jetzt gerade nur natürlich den Namen vergessen. Vorher mal aufnehmen, wusste ich den noch. So, dieser kleine Hot Rod Target Master ist auch einer der, der verschraubt ist. Manche hatten nur so eine Art Klappgelenk da, was immer leicht brechen konnte. Lässt sich nur umklappen, kannst du raufstecken und ist dann einfach eine Pistole. Ganz simple Figur, richtig cool. Das Einzige, was ich nicht hundertprozentig sagen kann, ob es von einer neueren Auflage oder von der klassischen, was war das, 88er Auflage oder 87er Auflage kommt, oder 86 in dem Dreh das Ganze war, weil der bis heute schon mehrfach aufgelegt wurde. Es gibt da jetzt auch wieder Auflagen ein paar. Aber ansonsten, ich freue mich darauf, dafür. Ich habe ihn, glaube ich, auch schon mit der Figur, aber so, weiß ich nicht. Das sind so Kleinigkeiten, die kauft man auch gerne, weil die passen immer, die kann man sich mal so hinstellen. Ja, macht sich gar nicht so schlecht halt, ne? Deswegen, das freut mich. So, dann habe ich noch einen weiteren Deal gemacht. Das ist gut, okay, das ist jetzt nicht Kleinanzeigen gewesen, und zwar auf meinem Transformers Forum
kann man ja so sagen. Da habe ich ihn kennengelernt, einen netten Kollegen, den Henrik. Und er hatte auch eine G1-Figur im Tausch, jetzt ohne Zubehör, rein als Figur, aber im sehr guten Zustand. Gespielten Zustand aus den 80er Jahren. Aber ich habe den eigentlich nicht. Er fehlt mir immer noch. Also, weil, ja, er fehlt mir einfach. Ich habe ihn nicht als Original, ich habe ihn mal eine Fälschung bekommen, aber das Original wollte ich immer noch mal haben. Und zwar handelt es sich um Mirage. Richtig gut. Ja, da haben wir, glaube ich, 35 Euro habe ich bezahlt, inklusive Versand. Es war ein fairer Deal, echt toll. Richtig cool, ist auch schon richtig alt. Man merkt das auch, weil die Reifen, das sind Gummireifen, die sind hart. Ja, das ist eben halt so der Fall. Seine Waffen fehlen, es gab eine Schulterkanone und es gibt eine Pistole, die fehlt, aber das macht mir nichts. Die Figur ist in gutem Zustand, kann sich in einen Rennwagen verwandeln. Absolut klasse. Ich mag die Figur, ich wollte sie wie gesagt immer haben, aber es ergab sich irgendwie nicht. Und als ich dann mal eine Gelegenheit hatte, was mitbestellt habe, habe ich eine Fälschung leider bekommen. Ist nicht schlimm. Theoretisch könnte ich von der Fälschung die Zubehör nehmen und die Originalfigur zu vervollständigen. Aber das ist mir jetzt egal. So. Ja, macht er sich richtig gut. Ja. Gehen wir weiter. Ja, ich meine, Transformers, ich sammle ja eine ganze Menge und es gibt auch mal ein paar moderne Figuren, die ich mir gekaufe, von mittlerweile ja von den Transformers-Figuren, die neu rauskommen, die jetzt im G1-Style sind. Die packe ich aber auch bisher nicht aus. Und das allererste, was ich da bekommen habe, war von Amazon. Ich habe 16,99 bezahlt, der klassische Preis von der Studioserie zu Transformers The Movie, und zwar Rumble. Rumble, hier schön, ihr könnt sehen, mit den Tapes, oder der sich als Kassette verwandelt, kann in Soundwave sozusagen auch den Kassettenrekorder eingesteckt werden. Hat hier seine Rumbles, also die, mit denen er Erdbeben erzeugen konnte aus der Serie. Das waren ja im Endeffekt die Batterien von Soundwave, kann man fast so sagen. Die haben sie jetzt ein bisschen anders gemacht. Richtig cool sieht das aus. Sein Bruder Francie werde ich mir auch nochmal zulegen. Der ist ja rot-schwarz. Interessanterweise muss man aber dazu sagen, hier steht extra Rumble Blue. Es ist so nämlich, dass die normale Original-Action-Figur von Rumble rot-schwarz war. Sie haben irgendwie die Figuren in der anderen Namensreihenfolge rausgebracht im Original, also in der G1-Zeit, als sie im Cartoon waren. Im Cartoon war Rumble blau, als Action-Figur war er eben halt schwarz-rot und in dem Sinne war die Francie-Figur. So, und hier haben sie deswegen das auch extra draufgeschrieben. Ja, ich weiß, dass hier von Francie auch noch rauskommt, also in der anderen Farbvariante, die muss ich natürlich auch haben. Die beiden Brüder, die gehören zusammen und ich finde die Figur richtig toll. Ich mag auch dieses Artwork, also Wahnsinn. Auch hier nochmal an der Seite kann man auch nochmal sehen, auch richtig cool. Richtig cool. Ja, und überhaupt, dieses Gimmick mit den Tapes ist einfach genial von Soundwave. Das kann man gar nicht mehr besser machen. Das geht einfach gar nicht. Ja, und aus diesen neuen Transformers habe ich noch zwei weitere erworben, die mich so, ja, man kann so sagen, durchschnittlich beide 27 Euro gekostet haben. Standardpreis, also auch bekommen. Ich überlege gerade, einer war von Amazon, genau, einer war von Amazon und der andere war von Smith Toys. Der von Smith Toys war dieser hier, und zwar Dead End von den Stunticons. Der musste einfach sein. Der musste sein, der gehört sich sozusagen auch, der muss in meine Sammlung. Denn ich habe ja schon fast das gesamte Team zusammen. Mir fehlt jetzt nur noch Breakdown, den weißen Ferrari. Und das Witzige ist, der ist jetzt sozusagen der letzte, der mir aus dieser Serie fehlt, von den neun. Und Breakdown war der erste, den ich von der G1-Serie hatte. Ist schon, hier ist es der letzte, beim anderen war der erste von der Reihe. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Sind richtig gut gelungen, richtig detailliert und auch richtig cartoonartig. Deswegen mag ich diese Figur noch und deswegen habe ich mich auch entschieden, diese hier zu kaufen. Ebenso habe ich mich entschieden für, jetzt muss ich wieder raufgucken, damit ich vergesse schon wieder, Peacemaker. Nee, Point Blank mit Peacemaker, dem Target Master. Und zwar haben sie umgesetzt eben halt ihn hier, Point Blank. Sollte erst einen anderen Namen tragen und dann haben sie doch den G1-Namen wieder benutzt. Und er hat hier auch seinen Target Master, also entsprechend im Endeffekt wie diesen hier,
aber eben halt eine neue Version. Auch wenn die neue Version genauso simpel ist, keine Bewegung der Arme, durch ein detaillierter bemalt, aber eben halt gleiches System, nur umknicken, das war's. Also keine Bewegung, die Arme können sich nicht bewegen und nicht mehr bewegungsfähig, wie auch immer, artikulieren. Ja, muss ich auch mich können. Ja, und sieht richtig cool aus, cooles Auto. Ja, bleibt natürlich auch so. Ich muss mir irgendwie Schatullen oder irgendwas besorgen, damit die Fenster hier zu sind. Die stauben sonst alle ein, das mag ich nicht. Weil ich werde sie ja nicht auspacken. Irgendwie bin ich nicht dabei. Was mir aber auch schon auffällt, ist diese Pappverpackung, die ist ein bisschen rauer, die ist schon ein bisschen glatter. Sie benutzen unterschiedliche Fabrikationen. Das ist sehr interessant zu sehen. Ja, was habe ich jetzt noch bekommen? Oh, ich habe jetzt noch ein bisschen was von Transformers und noch ein bisschen was anderes, nicht so viel. Und zwar, ich hatte einen Kleinanzeigen-Deal gefunden. Ich habe, glaube ich, 35 Euro inklusive Versand bezahlt und habe mir 9 Kassetten gekauft. Ja, Kassetten, richtige Kassetten. Kann ich euch auch zeigen. 9 Kassetten. Ja, aber ganz normale Kassetten. Sind verschiedenfarbig bedruckt. Das sind, ja, was hat es damit auf sich? Ach so, die kamen ohne Kassettenhülle. Da muss ich ganz ehrlich sagen, also hier sind noch weitere 4. Und hier ist noch die letzte. Die kamen alle ohne Hülle. Die kamen alle also so. Und da habe ich mir dann bei eBay 10 Hüllen gekauft. Noch extra, damit die schön in so einem richtig neuen, ja, kann man sagen, in neuwertigen Hüllen sozusagen sind. Dann sehen die richtig toll aus. Das tun sie jetzt auch. Cover gibt es nicht dazu, denn die sind wirklich mal eigentlich nur, ja, im Endeffekt lose verkauft gewesen. Das sind, ja, was sind das überhaupt? Ne? Alles Transformers, Kassetten, aber eben halt keine deutschen, das sind UK-Kassetten, das heißt dadurch aus Englisch, sind Bücher drauf, also gelesene, die Texte von Büchern, Kinderbüchern. Und zwar, ich habe euch die schon mal gezeigt, von diesen Ladybird-Büchern. Diesen hier. Das sind jetzt meine aus meiner Sammlung. Hier habe ich jetzt hier zum Beispiel Autobots Fight Back. Habe ich hier auch als Kassette dabei. Galvatrons Air Attack. Und na, den mache ich mir als letztes vorbehalten. Dann ist das leichteste. Kann man das mal so besser zeigen. Autobots Strike Back. Laserbeaks Fury. Und Decepticon Hideout. Werde ich auch irgendwann mal in einem Let's View genau auseinandernehmen. Bis hier habe ich nur ein Brave Star Let's View und ein Defenders of the Earth Let's View gemacht. Könnt ihr mal in meinem Verlauf suchen. Die sind so ähnlich, die Bücher. Und in diesen Transformers Büchern sozusagen gibt es diese Kassetten. Hier habe ich Transformers The Movie und ich zeige euch das mal anhand dessen. Das ist hier zum Beispiel dann die Kassette von Transformers The Movie. Darauf, da ist jetzt nichts weiter, ganz einfach gelesen, ein bisschen mit Sound, der Text. Und hier sind jetzt Bilder zum 86er Movie gewesen, auch ein großartiger Film. Ja, und diese Bücher gab es einmal in einer Version, einfach ganz normal als Buch. Ich glaube, dann, was haben die gekostet? Um die 99 Pence steht jetzt hier aufgedruckt drauf. Ich muss mal gucken, ich weiß es gar nicht so genau, wie im Original gekostet haben. 75 Pence ist hier drauf gedruckt. Also im Endeffekt so dem Dreh 3-4 Euro, glaube ich, wäre es heute, kann man so sagen, 3-5 Euro wäre das jetzt heute in heutiger Sicht gedreht. Aber es gab noch eine zweite Version, und zwar gab es eine Version, da war dann die Kassette sozusagen dabei und ja, konnte man sie sozusagen sich anhören. Bei uns gab es was Ähnliches auch in den 80er Jahren von der Firma Remus. Da gab es zum Beispiel Masters of the Universe zu Disney und Gummibärenbande, Star Wars sogar auch. Da gab es so Kinderbücher, so ganz einfache Textbücher bebildert. Und dann wurde ein gelesenes Hörbuch, kann man so sagen, beigelegt. Naja, wie gesagt, diese Bücher habe ich, oder die Kassetten habe ich erworben. Die Bücher hatte ich vorher schon. Jetzt habe ich eben halt mir, das ist jetzt Transformers The Movie. Und ich fand, das ist ein echt tolles Sammlungsteil. Und ich habe jetzt hier mehrere Kassetten sozusagen. Hier habe ich Autobots Fight Back, Galvatrons Air Attack, was ich ja so gesagt habe, Laserbeaks Fury, Decepticon Hideout, da habe ich die Bücher Autobots Striking Light,
Und ich gucke jetzt hier gerade. Genau. Und drei, ne, das muss ich richtig gucken. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel sind 6 Kassetten. Und im Endeffekt habe ich hier 5, ne, sind 5 Bücher. Genau, 5 Bücher. Diese 5 Bücher hatte ich. Die Bücher hatte ich bereits. Und da habe ich jetzt die Kassetten zu. Und dann waren sozusagen 3 Stück übrig. Es gibt ein bisschen mehr noch als diese 9 Kassetten, aber oder 9 Bücher. Aber ich glaube, 14 oder 15 Bücher gibt es insgesamt. Ich habe noch nicht alle. Muss man ja aus England importieren oder durch Zufall hatte ich irgendeinen anderen Sammler. War jetzt noch nicht so der Fall. Und ich habe jetzt hier noch 3 Kassetten, wo ich jetzt kein Buch zu hatte. Also habe ich ein bisschen geguckt und habe über Amazon für je ungefähr 10 Euro 2 weitere Bücher gefunden zu dieser Reihe. Und zwar einmal Decepticon at the Pool. Geht mit Scorponok. Richtig cool. Hier mal unten Target Master im Hintergrund. Also die Kassette Decepticon. Decepticons at the Pool. Konnte ich sozusagen vervollständigen. Und Megatron's Fight for Power, auch ein cooles Artwork, einfach nur geil. Ja, habe ich auch hier, mein Fight for Power. Somit habe ich das auch dazu bekommen. Und ja, Autobots Strike Oil ist noch eine Kassette, die ich so habe. Da habe ich das Buch noch nicht zu. Ich suche natürlich noch die fehlenden Bücher. Es gibt, wie gesagt, noch ein paar. Wenn ich sie finde, werde ich sie in einem weiteren Pickup sehen. Ansonsten, ja, es ist eine ganz schöne Sache. Also ich finde das richtig cool. Ja, ich gebe ehrlich zu, sind nichts Besonderes. Ähnlich wie die deutschen Hörspiele, die habe ich auch noch nicht komplett. Ich habe, glaube ich, nur 2 Kassetten von 6 oder so. Aber es sind ja auch nur die Audiospuren von den G1-Folgen. Ich bin auch eher der, die in Englisch guckt. In dem Sinne, ja, hier Tell a Tale. Kassetten sind das. Also wie gesagt, die deutschen Kassetten, da fehlen mir noch welche, werde ich mir vielleicht nochmal zulegen. Es sind jetzt nicht so dicht auf meiner Liste, dass ich die ganz, wenn ich also da direkt suche, aber wenn ich sie finde, nehme ich sie natürlich mit. Ich sag mal, ich glaube 6 Stück gab es, 4 Stück fehlen mir noch, 2 habe ich. Ja, und das war eine nette Sache, weil man findet diese Kassetten hier in Deutschland doch schwerer. Und für 35 Euro inklusive Versand die ganzen zu bekommen, das war schon toll, weil das ist günstig. Kann man so sagen. Wenn ich sie aus England hole, dann habe ich natürlich auch Brexit-Kosten und das war mir nicht so. Ja, wie gesagt, ich habe dann noch investiert in schöne Kassettenhüllen, damit die noch ein bisschen schöner aufbewahrt sind, weil das ist auch doof. Ich werde jetzt keine Covers dazu machen. Ich könnte natürlich mir ein Cover bauen, was man dann da reinpackt, aber wollte ich jetzt nicht. Nee, das muss auch nicht sein. So, und jetzt habe ich noch eine Sache. Oder 2 Sachen, aber es ist ein Deal gewesen. Bei Kleinanzeigen habe ich gesehen, dass einer 2 Rocklords angeboten hat. Und Rocklords sind so Figuren, die aus der Gobots-Reihe sind. Und ich habe da jetzt 17 Euro inklusive Versand bezahlt. Und ich waren jetzt 2, die ich noch nicht hatte. Ich habe einige. Und was sind Rocklords? Rock, Stein. Ja, es sind Steine. Steintransformer. Also die sind richtig cool, wie gesagt. Das sieht aus wie ein Stein, der auch. Und können sich dann sozusagen ganz simpel verwandeln. Das ist eben halt 80er Jahre, ein bisschen rausziehen. So. Die jetzt. Und ich finde die richtig cool. Ich mag die Rocklords. Das sind ja richtig geile Figuren. Die Namen weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, der heißt Gigante. Der hier. Na, es steht nicht mehr wirklich. Wirklich ist natürlich bespielt. Lege ich lieber hin. Ja, und den hier. Es gab einen kleinen Haken bei der Figur. Also, ich musste den auseinanderbauen, denn der Kopf ging nicht mehr raus. Da war irgendwie Sand im Getriebe. Verrückterweise. Und dann musste ich ihn aufschrauben, damit ich den Kopf wieder rauskriege. Den finde ich auch richtig geil. Richtig cool. Das Einzige, was fehlt bei diesen Rocklords, die haben eine Waffe bei sich gehabt. Eine Laserpistole oder eine Axt in dem Stil. Verschiedenste Waffen. Und die fehlen hier. Sind jetzt keine teuren Sammelfiguren, weil auch wenn sie aus den 80ern stammen. Aber... ja, ich verbinde damit auch was. Die Gobots fand ich von den Transformers-Arten immer richtig cool und die Rocklords
Ja, irgendwie habe ich die mal bekommen, 5 Stück oder so, oder 4 Stück. Und das fand ich so cool, dass ich mir gesagt habe, wenn ich sie mal finde, nehme ich sie auch mit. Der ist schon richtig bespielt, der macht nur noch Spagat. Aber ich finde die richtig genial. Und ja, ich finde sie genial, aber wie findet ihr sie? Ich habe jetzt ganz schön eine Menge geredet, so ein bisschen Ruhe und Zeit mir gelassen bei diesem Pickup-Video. Ja, was sagt ihr dazu? Ja, meine Sammlung ein bisschen erweitert, von modern bis klassisch. Nettes Geschenk, wie gesagt, danke nochmal, Lars. Und ich grüße dich auch hier. Wenn du bis dahin ausgehalten hast, dann hast du bestimmt. Ja, ansonsten ja, war das jetzt heute, ne? Das ist jetzt mein kleines Transformers Pickup. Ich freue mich über ein Like, über ein Abo, Kommentar besonders, sprecht mit mir. Ja, habt ihr vielleicht auch was davon besorgt? Was davon, wie findet ihr das? Und ja, auf jeden Fall, diese Transformers Bücher werde ich nochmal genauer in einem Let's View irgendwann zeigen. Also immer aufpassen, welches Video ich gerade veröffentliche, wozu ich gerade Lust habe, denn irgendwie darum geht es auch immer. Wenn ich Spaß dran habe, irgendwas zu zeigen, dann zeige ich es auch weiterhin. Aber das wird auf jeden Fall auf der Liste, auf der langen Liste, was noch alles an Videos kommen wird. Ja, es wird nicht langweilig, ich habe so viel zu zeigen und das sind ja hier nur Pickups, das ist ja relativ easy. Ansonsten, ja, das war's, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.